Hallo und willkommen zu einem neuen Anleitungsvideo. Es soll darum gehen, zu zeigen, wie kann ich Schülern Dateien austeilen. Es gibt viele Möglichkeiten. Es gibt aber auch eine sehr intelligente und elegante Möglichkeit, die wenig bekannt ist. An dieser Stelle will ich das also mal demonstrieren. Zunächst brauchen wir die Schulkonsole. Sollte sie noch nicht gestartet sein, kann man sie über den Bereich Betreuung, die Kategorie Betreuung, Schulkonsole starten. So sieht sie aus. Und das ist das Hauptmenü der Schulkonsole. Wir wollen Dateien an eine Klasse austeilen. Voraussetzung dafür ist allerdings, dass natürlich jeder Schüler genügend Speicherplatz hat. Die Schüler selbst können die Schulkonsole auch in dieser Form aufrufen. Und sie können über Mein Konto, übrigens der einzige Hauptmenüpunkt, den sie zur Verfügung haben, diese Punkte haben nur Lehrer zur Verfügung hier, über Mein Konto Übersicht anschauen, ob sie noch genügend Platz haben. Hier sollte also auf keinen Fall alles rot sein und 100% belegt, dann scheitert das Austeilen natürlich. Gut, wir wollen austeilen, also wählen wir die Klasse aus, an die wir austeilen möchten. Ich wähle jetzt hier die Klasse 7a aus, es könnte auch die 7b oder sonst eine andere Klasse sein. Und ich möchte an die 7a austeilen. Im Untermenü finden wir den Punkt Austeilen und zwar nur an bestimmte Schüler, nämlich an die Karina und an die Marie. Damit sind sie ausgewählt. Jetzt muss ich noch festlegen, was ich austeilen möchte. Dazu gehe ich in Ordnerauswahl und Dateiauswahl. Hier habe ich noch einen alten Eintrag, den kann ich auch mal entfernen. Über Hinzufügen lege ich fest, welche Dateien ich Ihnen austeilen möchte. Dann gelange ich hier also auf mein Laufwerk H, kann dann hier zum Beispiel eine Datei auswählen. Nehmen wir was Kleines, zum Beispiel also diese Textdatei übernehmen. So, ich habe die Schüler ausgewählt. Das sind die Schüler, an die ich austeilen möchte. Ich habe die Dateien ausgewählt. Jetzt kann ich den Kopiervorgang starten. Wir sehen, beide Kopien waren erfolgreich. Kopiervorgang abgeschlossen. Und jetzt schauen wir uns das mal beim Schüler an. Dazu muss ich in das Laufwerk der Schüler wechseln. S bekomme ich also die Schüler angezeigt, 7a. In beiden ersten habe ich ausgeteilt. Hier habe ich nichts ausgeteilt. Woran erkenne ich das? Nun ganz einfach, die von mir eine Datei ausgeteilt bekamen, haben hier einen neuen Ordner angelegt. Mit meinem Benutzernamen in diesem Ordner finden Sie die Datei. Die Datei können Sie entsprechend öffnen. Und zwar ohne andere zu behindern. Das zum Beispiel führt oft zu Problemen, wenn man über das Laufwerk T, über das Tauschlaufwerk, Dateien austeilen möchte. Dann müssen die Schüler die Dateien nämlich selbst in ihr Laufwerk H bringen. Hier geschieht das automatisch. So, ich gehe auf Datei speichern unter. Und jetzt muss ich hier natürlich aufpassen, welcher Speicherpfad eingestellt ist. Für den Schüler muss ich jetzt natürlich, der Schüler muss das in den ursprünglichen Ordner zurückspeichern, also da, wo es herkommt, kann ich jetzt hier nicht demonstrieren, weil ich die entsprechenden Rechte nicht habe. Der Schüler speichert also die bearbeitete Datei in sein Laufwerk H, in den Ordner mit dem Namen des austeilenden Lehrers hier. So kann der Schüler also auch eine neue Datei hier reinlegen und damit wäre also der Prozess erstmal abgeschlossen. Wie gestaltet sich das nun weiterhin? Austeilen ganz toll, ich brauche den Tauschordner nicht mehr. Jeder Schüler kann die Datei sofort ohne Probleme öffnen, bearbeiten, kann in den Ordner neue Dateien anlegen. Kommen wir zum Einsammeln. Hier lege ich fest, für welche Schüler ich also einsammle. Ich nehme bewusst mal eine dritte Schülerin dazu, gehe hier auf Einsammeln, lege fest, wohin möchte ich einsammeln. Also zum Beispiel in mein Laufwerk H, in den Ordner Schule, übernehmen.
Ich zeige es nochmal, ich habe es gerade vergessen, was noch zu demonstrieren. Also ins Laufwerk H, in den Ordner Schule, und hier unten sehen wir, wie wohin eingesammelt wird. Das heißt also 7a, und dann kommt noch das Datum. Ich gehe auf Übernehmen, Einsammeln, ja. Schon ist alles eingesammelt. Wie sieht das jetzt aus? Auch das kann ich nochmal zeigen, indem ich im Laufwerk H im Ordner Schule jetzt hier den neu angelegten Ordner aufrufe. Im Ordner der dritten Schülerin wurde kein Ordner mit meinem Namen gefunden, also wird nur aus den Ordnern, aus den Home-Laufwerken eingesammelt, wo mein Ordner enthalten war. Und hier finde ich also alles, was in diesem Ordner liegt, und kann jetzt darauf zugreifen. Das Einsammeln geht also ganz leicht und schnell, vorausgesetzt, man hat vorher ausgeteilt und bei den Schülern einen entsprechenden Ordner angelegt. Wie räume ich das Ganze nun auf? Kein Problem. Ich gehe auf Austeilordner löschen, wähle die Schüler aus und sage, in dem Falle lösche ich, behalte ich mal alle drin und sage löschen. Damit ist das erledigt. Leicht zu sehen, wenn ich also jetzt hier in den Ordner von den Schülern gehe, dann ist der Ordner mit meinem Namen wieder verschwunden. In dem Sinne lässt sich also alles leicht aus- und austeilen, wieder einsammeln und korrigieren. Man hat alles in einem einzelnen Ordner auf seinem Home-Laufwerk liegen, muss es also nicht zusammensuchen, aufwendig. Das ist die effektivste Art und Weise, mit den Schülern zu interagieren, ihnen Materialien zur Verfügung zu stellen, bearbeitete Materialien wieder einzusammeln für eine eventuelle Kontrolle. Und diese Art und Weise kann auch nur empfohlen werden, obwohl sehr häufig mit dem sogenannten Austeilordner oder mit dem Tauschordner hier gearbeitet wird, wo man also Dateien in den Ordner hineinlegt, dann müssten sich die Schüler diese Dateien aber erst einmal in ihr Home-Laufwerk kopieren, ehe sie dann mit bearbeiten können. Der erste Schüler, der die Datei hier zum Bearbeiten öffnet, sperrt sie automatisch für alle anderen. Das kommt immer wieder zu Problemen, ist zeitaufwendig in der Lösung und auch schwer zu verstehen für die Schüler, wie das abläuft. Wenn sie kein tieferes Verständnis der Abläufe im Dateisystem und vor allem eben auch des Rechtemanagements haben, sollte man diesen Weg unbedingt vermeiden und sollte also den Weg über das Klassen und über das Austeilen an Klassen wählen. So wie ich ihn vorhin beschrieben habe, viel Spaß beim Ausprobieren. Das Video war diesmal ein wenig länger. Ich hoffe aber, dass es nicht weniger hilfreich sein wird. In dem Sinne wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag.